Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Bärchen. Guten Morgen, Emily Erdbeer. Was machst du denn hier? Ich experimentiere damit, Blumen unterschiedlich groß zu machen. Butzelbeeren groß und auch Bitzibärchen klein. So kannst du auch in einem kleinen Garten viele Blumen blühen lassen in verschiedenen Arten. Das ist wirklich eine ziemlich schlaue Idee. Es ist wirklich ein wunderschöner Morgen, um die Blumen zu bewundern. Oh, weißt du, ich bewundere sie nicht nur. Ich bin gerade dabei, aus diesen Blütenblättern ein neues Parfüm zu kreieren. Oh, riecht toll. Ja, toll. Aber es ist Teil meiner neuen Frühjahrskollektion, die allerbärig-beste, die ich je hatte. Also muss es super außergewöhnlich sein. Naja, da du eine reiche Auswahl an Blumen hast, solltest du ziemlich schnell etwas Außergewöhnliches zustande bringen. Auf Wiedersehen. Ja, seltsam. Aber es riecht wirklich gut. Juhu! Ich hab's geschafft! Neumilly, komm schon, du musst dir das ansehen. Ich hab's geschafft! Nägel, die ich je gesehen habe. Aber das war noch nicht alles. Sie spielen auch Musik. Ich nenne es Glamiküre. Die Nägel sind toll. Sie sind die bärig best. So eine kunstvolle Verschönerung habe ich noch nie gesehen. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank. Oh, danke schön. Gut gemacht. Oh, das ist die allertollste Idee seit Lipgloss mit Himbeergeschmack. Ich bin so froh, dass euch die Nägel gefallen. Ha ha ha!
meinen Blumen hier fehlen auch 3 Stück. Und bei mir sind es 2. Zum Glück habe ich mein schönstes Veilchen reingebracht. Hier draußen sind nur noch 4 Veilchen übrig. Ich kann mich ja irren, aber ich glaube, die verschwundenen Blumen und der wackelnde Boden haben in irgendeiner Weise miteinander zu tun. Oh, habt ihr das gesehen? Wie konnte... Was ist da? Ich komme zu dem Schluss, dass die Blumen nicht aus der Erde rausgerissen wurden. Genau, sie werden reingerissen. Oh! Haltet sie fest! Seht doch! Leute, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich uns diese ganze Geschichte eingebrockt habe und vielleicht müssen wir gar nicht herausfinden, wer oder was die Blumen klaut und die Welt beendet. Bist du denn gar nicht neugierig? Komm schon, wir sind doch alle bei dir. Ja, was kann schon passieren, wenn deine Freunde dabei sind? Wie wäre es mit annähernd alles? Citronella, es ist Zeit, dass wir endlich Licht ins Dunkel bringen. Na gut, Emily, wenn du das sagst. Monster? Aha! Oh, wieso hast du das gesagt? Denkst du, es hat einen Kopf oder 2? Hört sich eher nach 3 oder 4 an. Das kann nicht sein. Ist es grauenvoll oder richtig grauenvoll? Oder richtig, richtig grauenvoll? Es ist richtig, richtig süß. Hey, kleiner Kerl. Hast du Angst vor uns? Wir werden dir nichts tun. Oh, hast du etwa Hunger? Los, wir helfen ihm. Lasst uns, eine Pyramide bauen. Das ist eine tolle Idee. Autsch! Oh, helft ihr mir mal? Gib mir deine Hand. Genau so geht's. Wir haben's geschafft. Ich denke, wir haben den Dieb. Ich glaube, da hast du recht. Nun, Citronella, deine Veilchen haben hier auf jeden Fall einen Liebhaber gefunden. Hab ich ein Glück, dass es ein Ziesel ist. Wartet, er ist ja ganz niedlich. Aber was sagen wir Prinzessin Bärchen? Mit dem Lager hier unten können wir bald gar kein Blumenfest mehr feiern. Ja, was ist ein Blumenfest ohne Blumen? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Was ist das hier alles? Meine ganz besondere, super-duper tolle Tanznummer mit großem Sahnehäubchen obendrauf. Damit schlagen wir die Tänzer von Butzelbeerstadt beim diesjährigen Tanzwettbewerb. Das sieht sehr... kompliziert aus. Gewöhnt euch lieber gleich daran. Jedes Jahr führen die Tänzer von Butzelbeerstadt einen super komplizierten Tanz vor. Aber dieser Tanz hier wird sie alle übertreffen. Aber Fleumeli, der Tanzwettbewerb ist schon nächste Woche. Das alles? Ja, ich weiß nicht genau. Wie sollen wir das lernen? In nur einer Woche? Das müssen wir. Ich erinnere euch nochmal daran, gegen wen wir antreten. Nur für den Fall, dass ihr die Demütigung, die Schande und die Enttäuschung des letzten Tanzwettbewerbs vergessen habt. Naja, so schlimm war es auch nicht. Ich weiß noch, dass ich eine Menge Spaß hatte. Ich finde nicht, dass es spaßig ist, zu verlieren. Sie sind wirklich toll. Großartig. Ich bin schon echt gespannt, was Sie dieses Jahr vorführen. Auf wessen Seite seid ihr eigentlich? Ach, Fleumeli, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir eine schöne Zeit haben und unser Bestes geben. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Unser Bestes. Unser Meisterhaftestes. Meisterhaftestes ist kein richtiges Wort. Aber du könntest sagen, unser meisterhaft Bestes. Na gut, von mir aus sage ich auch das. Unser meisterhaft Bestes. Wir werden gewinnen. Dieses Jahr tanzen wir meisterhaftlich. Meisterhaft. Meisterhaft. Ich danke
dir, Bonnie. Schön, dass ihr einverstanden seid. Das wird ganz eindeutig unser Jahr. Das Jahr, in dem wir den Tanzwettbewerbpreis gewinnen. Aber wir können es nicht so meisterhaft tanzen, Fläumeli. Oh doch, das könnt ihr. Seht mir einfach zu. Musik bitte. Nicht so schwer. Also der Tanz, den wir letztes Jahr vorgeführt haben, sah völlig anders aus. Ja, ganz genau. Letztes Jahr haben wir verloren. Oh, aber die Outfits, die ich dafür entworfen habe, waren wunderschön. Und ich habe sogar eine dreifache Pirouette geschafft. Das ganze Publikum hat uns bejubelt. Es war einfach fantastisch. Seht ihr, was auf diesem Tischchen da steht? Es steht gar nichts auf diesem Tischchen. Da ist nur Staub. Und wisst ihr, was da stehen sollte? Ein Staubfänger vielleicht? Oh, nein, eine Tanzwettbewerb-Trophäe. Fläumeli, ich merke, dass das wirklich wichtig für dich ist. Und wir sind deine Freunde. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir unser Bestes geben werden, um den Preis zu gewinnen. Oh, ich danke dir, Emily. Wenigstens versteht mich eine von euch. Wir verstehen dich doch alle, Fläumeli. Aber können wir dir nicht dabei helfen, die Schritte ein wenig zu vereinfachen? Ja. Zum Beispiel wäre dieser Schritt einfacher, wenn wir nur den ersten Teil machen würden. Oder wir könnten die Schritte aufteilen, sodass jede von uns die macht, die sie am besten kann. Ich kann zum Beispiel die Kicks gut und Orangella die Drehungen. Das ist eine tolle Idee. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wir müssen diesen Tanz hier vorführen. Meinen Tanz, ansonsten haben wir keine Chance. Gut, das ist wichtig für Fläumeli. Versuchen wir es auf ihre Weise. Und jetzt alle zusammen. 5, 6, 7, 8. Also gut, zuallererst sollten wir unbedingt ein paar Farben in das Pusteblumen-Hopsebad bringen. Das gesamte Farbschema hier ist total daneben geraten. Ja, hört sich gut an, aber die Prinzessin will hier Stil reinbringen, also lass uns mit meinem Hopsebrett beginnen. Dein Hopsebrett? Hm? Oh, ich meine natürlich unseres, aber ich habe die perfekte Idee dafür. Gut, okay. Also, ich meine, es bringt ja nichts, darüber zu streiten. Natürlich nicht. Wieso sollten wir das tun? Guck mal, sieht das nicht fröhlich aus? Gib mir mal die rote Farbe, Himbeertörtchen. Himbeertörtchen? Himbeertörtchen? Was machst du denn da? Ich mache die Art von Kunst, die die Babybärchen vor Verzückung jauchzen lässt. Ich dachte, wir arbeiten gemeinsam an meinem Hopsebrett. Tja, du hattest gerade so viel Spaß dabei, deine altmodischen Muster zu malen. Da dachte ich mir, ich lasse dich damit lieber allein. Altmodisch? Also, das nennt man Retro und das ist jetzt wieder total aktuell. Ja, klar, ich bin davon überzeugt, dass es Leute gibt, die das mögen. Aber, weißt du, ich bin eher für den trendigeren, moderneren Look, der jetzt in ist, da es bei richtig toller Mode darum geht, mutig zu sein. Etwas zu riskieren und Neues auszuprobieren. Ja, richtig tolle Mode. Wenn dir gefällt, was die Designer letztes Jahr so angerichtet haben. Aha, perfekt. Citronella? Citronella? Wie, was? Was tust du da? Deine mutige, risikobereite, moderne Malerei ist natürlich total interessant. Aber glaubst du nicht, dass sie etwas zu grell ist für die Augen der Babybärchen? Nein. Das glaube ich nicht. Weißt du, ich schon. Da hatte ich die Wahl zwischen, gebe ich ihnen Sonnenbrillen, um sie vor diesen grellen Farben zu schützen. Süß. Oder? Oder. Und dafür habe ich mich dann entschieden, einfach selbst ein Pusteblumen-Hopsebad zu bauen, das wirklich stylisch ist. Und es ist wieder soweit. Du denkst, dass deine Ideen besser sind als meine. Genauso wie beim Crockett-Plakat. Das Crockett-Plakat hätte toll aussehen können, wenn du auf mich gehört hättest, aber... Okay.
Okay, okay. Ich werde jetzt nicht mit dir streiten. Ich lasse einfach die Prinzessin entscheiden, welches Hopsebad besser aussieht. Oh. Wo ist Himbeertörtchen? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Da ist sie ja. Hallo, Himbeertörtchen. Bist du bereit, mit uns zu nähen? Kein Nähen mehr. Bitte. Ich bin nur hergekommen, um euch zu sagen, ich komme nicht zum Quiltclub heute. Aber das ist doch dein Lieblingsclub. Stimmt irgendwas nicht? Ja. Das hier. Ich habe der Prinzessin versprochen, für alle Bärchen Arbeitshosen zu nähen. Für das jährliche Marmeladenstampfen. Dutzende über Dutzende davon. Ich dachte, das würde leicht sein, weil die Bärchen doch so klein sind. Aber jetzt stellt sich heraus, dass so etwas Kleines zu nähen in Wahrheit total schwer ist. Damit die Hosen wirklich wasserdicht sind, müssen die Stiche bitzi-mini-tini winzig sein. Und das ist viel zu klein für meine Nähmaschine. Und sie sind so schwer zu sehen. Oh je. Oh, das tut mir leid. Arme Himbeertörtchen. Oh je. Ach, Himbeertörtchen. Wenn diese winzigen Bärchen doch bloß so groß wären wie wir, dann könnte ich wenigstens sehen, was ich da tue. Die armen Mädels. Ihr wundert euch sicher, wieso ich euch hergebeten habe. Ihr müsst mir behilflich sein. Seht nur! Aber Emily! Wo ist sie denn hin? Was ist mit deiner Glamiküre passiert? Oh, sie hat mir nicht so gut gefallen. Sie war ein bisschen zu hell und zu aufdringlich. Ich weiß! Ich kann damit nicht tanzen. Ich kann meine Regale nicht auffüllen. Ich kann nicht schlafen. Und sie passt einfach zu nichts, egal was ich trage. Wie bist du sie losgeworden? Wir haben wirklich alles versucht. Seife und Wasser. Ketchup und Erdnussbutter. Wie hast du es geschafft? Ich hab Zitronella gesagt, wie ich mich fühle. Da hat sie sie weggemacht. Du hast es ihr gesagt? Aber... Und wie geht es ihr jetzt? Du hast ihr damit ganz sicher wehgetan. Oh weia, Emily. Wie konntest du das nur tun? Ich bin der Meinung, dass zu einer guten Freundin auch gehört, dass sie den Mut dazu hat, hilfreiche Kritik zu üben. Es ist wichtig, dass man die Wahrheit sagt, dann kann es der andere das nächste Mal besser machen. Außerdem sollte er die Kritik in einer freundlichen Art und Weise aufnehmen, was Zitronella getan hat. Es geht ihr gut. Oh, die Glamiküre hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte nicht mehr klar denken. Ich hätte meine Hände am liebsten unter einem Kissen versteckt. Das habe ich versucht. Es hat nicht funktioniert. Aber wir haben das alles ertragen, weil, naja, wir es Zitronella nicht sagen wollten. Diesem Gespräch wollten wir aus dem Weg gehen. Komplett aus dem Weg gehen. Deswegen haben wir auch Zitronella gemieden. Ja, ich weiß. Das hat sie mir erzählt. Sie hatte Angst, dass ihr vielleicht sauer auf sie seid. Oh nein, das ist ja furchtbar. Arme Zitronella. Und sie ist heute sogar bei mir vorbeigekommen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Leider habe ich ihr nicht die Wahrheit gesagt. Tja, dann könnt ihr nur noch eine Sache tun. Ihr müsst es ihr sagen. Können wir das? Wir werden sie damit auch nicht kränken? Es wird sie nicht mehr kränken als euer Versteckspiel. Wahrscheinlich nicht. Ja, das sollten wir. Es wäre auf jeden Fall besser. Das sehe ich auch so. Wir sollten jetzt endlich Zitronella die Wahrheit sagen. Also, worauf wartet ihr dann noch? Herzlich willkommen, Emily. Hallo, schön euch zu sehen. Guten Tag, Herr Bärchen. Wow, deine Rosen sehen bezaubernd aus dieses Jahr. Wie jedes Jahr. Vielleicht gewinnst du sogar wieder. Wie jedes Jahr. Danke vielmals, Zitronella. Emily Erdbeer? Hier, Fräulein Emily, du solltest deine Blumen gießen. Dann werden sie schön sprießen. Aber danke schön. Die sind wirklich wunderschön, Zitronella. Ich denke, dieses Jahr sind deine Blumen die haushohen Favoriten. Oh nein, du meinst doch nicht ernsthaft, dass meine Veilchen gegen deine Rosen irgendeine Chance haben. Glaubst du etwa, ich würde lügen? Du könntest den ersten Platz kriegen. Das ist wirklich nett von dir. Ah, erster Platz. Und nun werde ich an die Person unter uns, die am meisten und von morgens bis abends dafür geackert hat, dass ihre Blumen perfekt werden, den ersten Platz verdienen.
war. Hä? Was? Und 5, 6, 7, 8. Die Schritte. Achtet auf die Schritte. Zum Rhythmus, zum Rhythmus. Ihr sollt stillstehen und euch nicht auf den Köpfen drehen. Stopp, stopp, bitte. Ihr macht das alles falsch. Nein, so habe ich mir den Tanz nicht gedacht. Es ist jetzt Zeit für den Tanzwettbewerb, meine Lieben. Oh, der Tanzwettbewerb jetzt. Mein Putz, das hier, oh, vergiss es. Oh, wenn Himbeertörtchen meine Arbeit nicht zu schätzen weiß, dann soll sie es doch so machen, wie sie es mag, ganz allein. Das hier ist langsam nicht mehr lustig. Wenn Citronella meine Arbeit nicht schätzt, dann kann sie alles ganz allein machen. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und das ist es. Du kannst es. Schön. Exzellent, wirklich ausgezeichnet. Oh, danke, Fläumeli. Ich bin froh, dass wenigstens einer mag, was ich tue. Ach, Citronella mag deine Sachen auch. Citronella mag ihre Sachen lieber. Sie macht alles so, wie sie es will. Ich hab aufgegeben. Aber Himbeertörtchen, ist diese Aufgabe nicht eher was für zwei? Oh, du kannst mir glauben, dass Citronella alleine viel glücklicher ist. Wieso glaubst du das? Weil sie sich ab jetzt nicht mehr mit mir streiten muss. Hallo, Citronella. Hallo, Emily. Hallo, Mädels. Was macht ihr so? Hey, hallo, das Citronella. Ist ja eine Überraschung. Wie geht es dir? Wir bereiten das Essen und die Musik für die große Eröffnung des Kindergartens morgen vor. Wie läuft es denn dort? Wirklich toll. Oh, lecker. Braucht ihr vielleicht noch Hilfe? Arbeitest du nicht mit Himbeertörtchen zusammen? Eigentlich schon. Aber sie denkt, dass ihre Ideen besser sind als meine. Also lasse ich sie alles alleine machen. Wow, ist das nicht zu viel Arbeit für einen allein? Wäre es nicht besser zu zweit? Nicht, wenn die zwei sich nicht einigen können. Citronella, ich sitze gerade an einem neuen Song. Sag mir, wie du ihn findest. Wenn es draußen stürmt und regnet, glücklich, wer da seinen Freunden begegnet. Vögel brauchen Federn. Auch Teamwork ist zu empfehlen. Und wie findest du ihn? Hast du noch irgendwas Poppigeres? Könnte die total schnell nähen, wenn sie nur nicht so, so winzig wären. Hey, ich hab eine Idee. Wenn die Bärchen größer wären, wäre nicht nur das Nähen einfacher, sondern größere Bärchen könnten auch viel mehr Marmelade stampfen. Ich lass dir den Vortritt. Nein, du! Hi! Wow, ihr seid alle hier. Was kann ich für euch tun? Kommt schon her. Das machen Freunde nun mal so. Es sind die... die Glamiküren. Wir haben das Gefühl... Sie sind irgendwie... nicht das Richtige für uns. Nicht das Richtige? Aber wieso? Ich wusste nicht, wie einem diese Glamikühen auf die Nerven gehen können. Wir haben deine Gefühle nicht verletzt? Naja, ich bin enttäuscht, dass sie nicht so gelungen sind, aber ich wünschte wirklich, ihr hättet es mir früher gesagt. Ich meine, wir sind doch Freundinnen. Ich möchte lieber, dass ihr ehrlich zu mir seid. Tut mir leid, dass wir das nicht waren. Ich
Ich habe gerade eine tolle Idee. Neue und verbesserte Superglamüküren. Das klingt so. Ich weiß nicht genau. Keine Sorge, ich werde mir natürlich jeden Vorschlag anhören, den ihr habt. Oh, regulierbare Farben. Man sollte die Melodie ändern können. Oh, ich würde gerne den Rhythmus ändern können. Und den Ton ausstellen. Ja, das sind alles ganz tolle Ideen. Oh, ja. Dass man den Ton ausstellen kann, ist besonders wichtig. Ja! Wir finden heraus, was passiert ist. Aber wer würde denn so etwas tun? Wer? Denkst du im Ernst, das Veilchen wurde gestohlen? Ein Blumendieb! Oh, guten Morgen, Fräulein Citronella. Du bist aber heute früh hier. Und du auch. Hallo! Hallo, Herr Bärchen! Citronella? Oh je, was erblicke ich? Du bist doch nicht etwa traurig! Es ist ein kleines Unglück passiert. Eines der Veilchen ist verschwunden. Oh nein! Aber wie? Das wissen wir auch nicht. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Auch ich fühle tiefe Traurigkeit. Da bin ich mir ganz sicher. Komm mit, Citronella. Ich mach dir Pfannkuchen zum Frühstück und einen Weck-mich-auf-Überraschungssaft in meinem Café. Voller Tanz von der Tanzgruppe aus Butzelbeerstadt. Und jetzt folgt eine kleine Unterbrechung, bevor die Tanzgruppe aus Bitzelbeerchenhausen auftritt. Ach, ich kann das einfach nicht. Wir werden niemals so meisterhaft sein wie Sie. Das wäre eine viel zu große Demütigung für mich. Hallo! Hört mir mal zu, sie sind zu groß für euch, aber ich weiß einen Weg, wie sie euch perfekt passen werden. Halte kurz still, damit ich... Oh, das duftet... Habe ich komisch gerochen oder so? Warte kurz. Oh! Jetzt probier die Hose nochmal an. Tada! Darf ich es auch mal probieren? Na klar. Bitteschön. Oh, toll! Ja! Warte, nicht so springen. Ja! Seid vorsichtig. Ein gutes Parfüm. Was ist denn das für ein Lärm? Jetzt führt die zweite Tanzgruppe ihren Tanz vor. Sie kommt aus unserem eigenen kleinen Örtchen. Hier ist die Tanzgruppe von Bitzelbeerchenhausen. Ah!
dass ich mal zu einem Bärchen aufblicke. Und so weit hinauf. Und wie kommt ihr voran, Himbeertörtchen? Tja, wir versuchen, mehr Parfüm zu machen. Aber Herr Bärchen konnte noch nicht die richtige Menge und Reihenfolge an Funken herausfinden. Lasst es uns noch mal versuchen. Diesmal fängt blau an. Ihr solltet euch besser ducken. Wenn uns der Saft ausgeht. Oh, das ist so furchtbar schrecklich. Ich dachte, es würde helfen, wenn die Bärchen etwas größer wären. Ich hätte nie gedacht, dass das ganz Bitsi-Bärchenhausen beeinflusst. Im Moment sind wir die Einzigen, die die Bärchenfarm betreiben können. Weißt du was? Du hast recht. Zeig mir einfach, was ich tun soll. Ich habe dieses Problem verursacht, dann will ich es auch wieder gerade biegen. Ich werde auch helfen. Ich auch. Ich auch. Worauf wartet ihr noch? Na los. Himbeertörtchen, wir brauchen doch noch mehr von deinem Parfüm. Aber ich muss der Prinzessin auf der Bärchenfarm helfen. Außerdem bin ich doch sowieso zu klein, um an die Blumen heranzukommen. Das stimmt doch gar nicht. Denn obwohl wir klein sind, können wir große Taten vollbringen. Besonders wenn die Bärchen dir helfen. Sie kommen doch an die Blumen ran. Oh, mir ist gerade etwas eingefallen. Wenn wir auf der Bärchenfarm helfen, wer kümmert sich dann um unsere Läden? Obstsalat, kommt sofort, sobald ich weiß, wie man den macht. Zwei Tassen Tee an Tisch 5 oder noch an Tisch 4? Auf dem Weg! Wo bleiben meine Waffeln? Wie macht man Waffeln? Frag mich nicht, ich hab noch nie gekocht. Seht euch nur die vielen Bücher an. Was machen wir mit denen? Wo müssen die denn hin? Ich weiß es. Wir sortieren sie nach Farben. Ja, das machen wir.